Naja, wir schieben jetzt auf jeden Fall die Kiste wieder, damit wir den mit unserem Beinchen mal stärker machen. Ich habe übrigens herausgefunden, es gibt 20 sogenannte Power-Upgrades. Das ist das dritte, was wir gerade machen. Jetzt habe ich mehr Kraft in den Beinen. Okay. Ja, das dritte eben. So. So. Ah, das ist doch echt zum... Ey! So, rein da. So, hoch da. Und wir speichern gleich, bevor wir... Hallo, Laura. Und wir speichern gleich. Also ich speichere gleich auf jeden Fall, wenn ich zu dieser KMW gehe. Mhm. Oh, man hat natürlich gleich das Gefühl, wenn dieser gelbe Balken auftaucht da oben, dann habe ich immer gleich das Gefühl, dass irgendwas Schlimmes passiert. Ah, sie kann doch seitwärts gehen und ich dachte, das kann sie nicht mehr. Ich glaube, da komme ich rüber. Ja, ich glaube es auch, dass du da rüber kommst. Wuschow! Und festhalten. Und hoch da. Hat sie eine Uhr an der Hand? Am Handgelenk? Kann sein. So, hier hoch. So, hier hoch. Ich weiß auch nicht. Und ich glaube, ich sollte speichern irgendwie, bevor ich jetzt... speichern? Ja. Und ich speichere auch gleich. Also wir müssen auf jeden Fall die Weinflasche mitnehmen. Mädchen, du hast da was vergessen. Hinter dir, Mann. Genau. Und los geht's. Vergiss dir einfach die Munition. Das geht ja gar nicht. Wer wollte nochmal, dass das Spiel spiele? Ich glaube, ich beschwere mich jetzt die ganze... Ich werde mich jetzt das ganze Let's Play über dieses Spiel beschweren. Ihr habt es so gewollt. Okay, Entschuldigung. Das war jetzt irgendwie... Da liegt doch was. Nicht Munition oder irgendwas? Also, das sucht mich jetzt immer ein. Hm. Ach nee, das ist diese Dublon da. Hm. Naja. Und? Ja, genau, Laura. Gehe gegen ihn. Hallo? Ach, ich sag dir, ich hasse diese Gra... Hä, diese... Ah, das ist so, ich gehe natürlich auch so die Leitern hoch. Genau so gehe ich Leitern hoch. Quatsch, Leitern, Treppen hoch. So. Bevor ich jetzt wieder aufs Dach klettere. Ja. Speichern. Ja, überschreiben. Ja, raus hier. Ach ja, und ihr habt es natürlich gemerkt, Tomb Raider 6 hat interaktive Stückchen. So, das haben wir schon gesehen. Mit ihr reden zum Beispiel, total interaktiv. Sie sollten nachts nicht allein durch die Stadt gehen. Unsere Straßen sind nicht mehr sicher. Mademoiselle Cavier, ich war eben in Werners Apartment. Wie geht es, Werner? Ich fürchte, Werner ist tot. Tot? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Wie ist Werner gestorben? Was ist passiert? Das ist eine lange Geschichte. Ich kam heute aus London an und habe Werner in seinem Apartment besucht. Er hatte große Angst. Er sagte, er wolle mit Ihnen sprechen. Das hat er. Ich hätte nicht damit gerechnet. Nicht nach Ägypten. Werner hatte Angst um sein Leben. Vor 5 Wochen hat er einen Auftrag angenommen. Seitdem war er irgendwie seltsam und übervorsichtig. Er hat sogar ein Päckchen bei mir hinterlegt. Ein Päckchen? Sein Notizbuch mit Ihrer Adresse drauf. Von wem hatte er den Auftrag? Der Kunde hieß Eckhart. Er wollte, dass Werner etwas über die Gemälde der Finsternis herausfindet. Werner hat mich in meinem Institut am Louvre besucht. Gemälde der Finsternis? 5 Gemälde aus dem 15. Jahrhundert. Sie gelten als Relikte der Alchemie und der dunklen Künste. Und? Konnten Sie ihm helfen? Ich denke schon, armer Werner. Er hatte offenbar Todesangst. Das passt gar nicht zu Werner. Er dachte, dass er beobachtet wird. Das kann gut sein. Wenn man der Presse glaubt, läuft dieses Monster irgendwo in Paris herum. Hatten Sie vorhin nicht Werners Notizbuch erwähnt, Mademoiselle? Das habe ich. Er wollte, dass ich es Ihnen gebe, wenn ihm etwas zustoßen sollte.
Er hat Ihnen sein Notizbuch gegeben? Dann hatte er wirklich Angst. Sagen Sie mir jetzt langsam, was passiert ist. Wie gesagt, ich weiß es nicht genau. Wir haben gestritten. Ja, dann fielen Schüsse. Schüsse? Werner wurde erschossen? Haben Sie ihn getötet? Ich weiß es nicht. Ich kann mich an nichts erinnern. Miss Croft, ich glaube, Sie sollten dringend mit der Polizei sprechen. Hätte ich Werner töten wollen, hätte ich es in Ägypten getan. Das überzeugt mich nicht. Schluss jetzt, wir verschwenden nur unsere Zeit. Haben Sie das Notizbuch? Natürlich, es ist in Sicherheit. Dann geben Sie es mir, jetzt! Jemand hat Werner getötet und Sie behaupten, Sie können sich an nichts erinnern. Vielleicht verdächtigt Sie die Polizei zu Recht. Unsinn, ich habe Werner nicht getötet. Sie sollten besser gehen, Miss Croft. Sein Notizbuch. Ich bin nicht sicher, ob es richtig ist, aber ich muss Werners Wunsch respektieren. Sie tun das Richtige, Mademoiselle. Und jetzt gehen Sie bitte. Die Polizei kann jeden Moment hier sein. So, wir speichern jetzt mal ganz schnell ab. Speichern erfolgreich. Weil wir müssen auf jeden Fall die Tasche mitnehmen. Die Flasche müssen wir mitnehmen. Und ich weiß nämlich nicht, ob hier noch irgendwo irgendwas ist, was... Also jetzt macht sie nur da oben die Schränke auf, aber ich glaube, da ist nichts dran. Gut, da ist auch nur der Schrank oben. Jetzt kommt die Polizei. Gut, ich glaube, hier müssen wir noch, haben wir noch reingeguckt das letzte Mal. Da haben wir was gefunden und kann man hier raus? Nein. Ich muss jetzt nur herausfinden, wo wir rauskommen. Nein. Fenster. Nein. Scheiße. Jetzt kommt er schon dahin und ich weiß immer noch nicht, wo ich hier rauskomme. Ich will hier irgendwo raus. Da darf ich nicht lang. Ja, und wo komme ich jetzt hier raus? Fenster, oder nicht? Ich hätte schon längst hier weg sein müssen. Super. Hol les mains! Plus un geste. Game over, weil ich geschnappt worden bin. Okay. Wir holen uns zwei Sachen. Einmal hier die Dings. Dann da hinten die Flasche und dann gucken wir, was wir rechtzeitig hier wegkommen. So, und da ich jetzt auch nur noch den einen Weg hier raus... Ich muss doch... Hallo, jetzt häng ich... Das war klar. Das ist das Problem, wenn man hier in den Türen festhängt. Genau, ich kann natürlich bei den Türen nicht einfach lang, aber da komme ich raus. Ja, aber es ist ganz schön tief gesunken. Also ich hätte mich ja auf die Sitze gepackt. Nicht auf den Fußboden. Was mich natürlich auch persönlich irgendwie stört, ist diese eine Locke da auf der einen Seite, die da immer hin und her schwingt. Die nervt voll. So, jetzt sind wir hier. Und wir können hier mit mehreren Leuten reden. Ich speichere erstmal. Wir können hier mit mehreren Leuten reden, wenn ich mich erinnere. Und wir müssen hier ziemlich interaktiv machen. Je nachdem, welchen Weg gehen. Der Weg hängt in der Regel von dem ab, was wir machen. Ist das dein Revier? Ganz Paris ist mein Revier. Hast du Kleingeld? Für einen Kaffee? Vielleicht. Ich suche einen Mann. Versuch's mit mir im Appetit. Tut mir leid, Alterchen. Ich suche einen bestimmten Mann. Bouchard. Louis Bouchard. Kennst du ihn? Nein, nie von ihm gehört. Nicht für ein paar Münzen? Geh weg, ich kenne den Kerl nicht. Wen könnte ich fragen? Ich brauche einen Kaffee. Was ist mit dir? Versuch's im Café Metro, am Place d'Arcade.
Der Besitzer kann dir vielleicht weiterhelfen. Er kennt ziemlich viele Leute. Na, das hört sich doch gut an. Und mein Geld, Mademoiselle. Hab nie gesagt, ich hätte Geld. Willkommen in Paris. Am besten willkommen in Paris, ne? Ja, wir müssen jetzt erstmal hier wieder raus aus dieser alten Metrostation-Dingens. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das ging. Irgendwo kamen wir jedoch raus. Warte mal, kamen wir hier vorne? Von hier vorne nicht auf. Aha! Da! Ich hab's doch in Erinnerung. Irgendwo kamen wir hier raus. Wir laufen dann mal zum Metro, also zum Café Metro. Gibt's da drüben noch was? Nö. Okay, wir laufen jetzt mal zum Café Metro rüber. Sehr, sehr gut abgesichert, das Loch. Ja, da liegt was. Das will ich jetzt irgendwie haben. Mach ich mal wieder. Ich will's haben und deshalb will ich da jetzt auch hin. Uah, übrigens noch so ein schöner Bug. Da waren ihre Augen, da. Ah, toller Bug. Oh, da waren mir die Pack. Boah, bin ich. Komm ich da rüber? 2, 3. Und festhalten. Nein, und ich sterbe fast. Ach, ja, so kann's gehen, Laura, ne? Jetzt kletter mal da hoch. Kletter da hoch. Genau, hier klettern wir jetzt einfach mal unten durch. Um das Medipack mitzunehmen, ich glaube, das nehmen wir auch gleich mal. Daran kann ich hochklettern. Ach so. Ja, mein Gott, sag das doch. Ich war wieder schrecklich hier. Obwohl, ich habe doch auch eine Sache gefunden, wo ich hochklettern kann. Ach ja, ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass wir jetzt einiges hier zu tun haben. Und ich weiß gar nicht mehr, wo es endet. Aber wir müssen irgendwo hin am Ende. Und das Ganze ist natürlich ziemlich auf Interaktion hier gesteuert. Da steht zum Beispiel schon wieder. Ich glaube, da komme ich noch gar nicht rüber. Kann ich angeln? Nein. Ich speichere jetzt erstmal. Hier oben. Pariser Ghetto. Ist das nicht nett? Ich glaube nicht, dass die Pariser sich darüber freuen. Ich hab's geschafft. Okay, das ist doch schon mal ein Erfolg. Danke, dass ich das so schön sehen konnte. Komme ich jetzt darüber? Ah! Ich habe ja eine Vermutung, aber irgendwie speichern. Ja, ich würde das überschreiben. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber es ist mir eigentlich ziemlich wurscht. So, weg damit. Oh Gott. Oh, das war klar. Laden. Also eigentlich hätte ich jetzt vermutet, dass es sich irgendwie... Stopp mal. Okay, schleichen. So geht's natürlich auch. Ich habe Geld gefunden und ich habe noch was gefunden. So, wie viel Geld haben wir denn jetzt? 320 und unsere Gesundheit ist ziemlich mager. Ich werde mal... Oh Gott, haben wir schon viel. Butsch. Und wir können ja noch einen Schokoriegel fressen. Noch einen Schokoriegel fressen. Das bringt ja überhaupt nichts. Okay. Schokoriegel bringen nichts. Ist da noch was? Ja. Nein! Okay, ich speichere. Nein, nicht speichern, sondern laden, bitte.
Da habe ich jetzt ein bisschen Respekt vor, ehrlich gesagt. So, wir nehmen das Geld mal wieder an uns. Das brauchen wir nämlich noch. Und wir nehmen Schokoriegel an uns. Das, den brauchen wir nämlich auch noch. Und dann laufen wir jetzt wieder ganz vorsichtig zurück. Ich komm. Geht doch. Okay, das hat ja schon mal geklappt. Nein! Oh! Was? Okay, ich weiß zwar nicht, wie sie es gemacht hat, aber sie kann Handstand machen. Ja, ich überschreibe das Spiel. Ich bin begeistert, oder nicht? Ja, das... Ich weiß auch nicht, diese... Gut, jetzt klettern wir ran. Jetzt reden wir mal mit dem Nächsten. Einfach nur, weil wir mit ihnen reden können. Na, suchst du vielleicht etwas Bestimmtes, Baby? Und wenn es so wäre, sind Sie ein Reiseführer? Verdammt richtig, ich bin ein Reiseführer. Ich kann dir so ziemlich alles zeigen. Gut, ich brauche Informationen. Ich bin auf der Suche nach einem gewissen Bouchard. Kennen Sie ihn? Das ist eine verdammt gefährliche Frage, Baby. Sagen Sie mir nicht, Paris wäre gefährlich. Mr. Reiseführer. Oh, in letzter Zeit ist ziemlich was los in Paris. Wir haben sogar unseren eigenen Serienmörder, das Monster. Na, hast du schon von ihm gehört? Was wissen Sie wirklich über das Monster? Nicht viel. Er mordet ziemlich brutal. Niemand ist vor ihm sicher. Nicht mal Bouchard? Lady, niemand. Ohne Ausnahme. Hast du gehört, was das Monster mit seinen Opfern macht? Also, wo finde ich diesen Bouchard? Der alte Bouchard ist sehr beschäftigt. Er hat in seinem Club in letzter Zeit Pech mit dem Personal. Bouchard hat einen Club? Ja, Le Serpent Rouge. Geiler Schuppen. Und warum stellt er nicht einfach neue Leute ein? Weil seine Leute alle verrecken. Jämmerlich. Niemand weiß warum oder wie. Sie glauben nicht, dass Bouchard die Sache im Griff hat? Pass auf, was du da sagst. Bouchard hat alles im Griff, immer. Aber das ist was anderes. Die Sache ist unheimlich. Seine Jungs wurden bestialisch ermordet, er ist ziemlich geschockt. War es das Monster? Wer weiß das schon? Ich halte mich da jedenfalls raus und das solltest du auch tun. Sie haben also keine Ahnung, wo Bouchard ist? Richtig. Tja, irgendwer muss es wissen. Ich werde mich umhören. Ja, tu das. Warum versuchst du es nicht im Café Metro? Mit wem soll ich dort sprechen? Dem Besitzer? Hey, das war nur ein Witz, echt. Der Kerl ist ein totaler Versager, vergiss es. Geh nach Hause und entspann dich. Wenn du willst, helfe ich dir dabei. Nein, danke. Ich habe nicht viel Zeit. Du musst untertauchen, was? Das ist schwierig, zumal die Bullen im Moment ziemlich nervös sind. Willkommen in Paris. Soll ich Bouchard von Ihnen grüßen, wenn ich ihn finde? Nein, lass das. Aber wenn du mal Zeit hast, ruf mich an. Ich bin sicher, dass wir viel Spaß miteinander hätten. Ich zeige dir auch meine Spezialitäten. Zu liebenswürdig. Man sieht sich. Das war wieder mal ein sehr, sehr tolles Gespräch und... Ah, wir haben das Tagebuch. Also, Waffen, Rätsel? Ja. Cognac. Edler Cognac. Jahrgang 1851. Sehr selten. Warum wir den mitgenommen haben, ich habe keine Ahnung. Muss den Le Serpent Rouge finden. Eckhart, Kunde, aufpassen. Louis Bouchard, nützlicher Kontakt. Hat mir eine Pistole besorgt. Absolut diskret. Traue mich nicht aus dem Haus. Draußen wartet das Monster. Habe versucht, Lerma in London zu erreichen. Keine Reaktion. Sie hat mir Ägypten immer noch nicht verziehen. Gemälde der Finsternis 5. Alchemistische Gemälde aus dem 15. Jahrhundert. Verschollen. Die Lux Veritatis haben sie versteckt. Fünf Stiche der Finsternis, Kopien der Gemälde, führen die Stiche vielleicht zu den Gemälden? Matthias Vasilej in Prag. Er hat mir 4 Stiche der Finsternis geschickt. Den 5. Stich hält er zurück. Er will mehr Geld. Ich habe die Karte in Vasilis Stichen entschlüsselt. Eines der Gemälde ist unter dem Louvre, in der Nähe der jüngeren Ausgrabungen. Cavier hat in irgendwo einen Sicherheitsausweis für die Grabungsstätte.
Unter den Gemälden sind metallische Symbole versteckt. Ich muss Cavier fragen, ob es in Louvre Röntgengeräte gibt. Lux Veritatis bedeutet übersetzt Licht der Wahrheit. Im 12. Jahrhundert gegründet der Geheimorden. Die Lux Veritatis haben im 15. Jahrhundert die Gemälde der Finsternis versteckt. Sie hatten angeblich die drei Amulettsplitter-Artefakte der Macht, Kristallsplitter-Waffen des Lichts? Fragezeichen. Die Lux Veritatis kämpften seit dem 14. Jahrhundert gegen die Kabal, die Anhänger des dunklen Alchemisten. Lux Veritas Verbindung zu Nephilim? Nephilim, aus den Psalmen des Enoch, verfluchte Abkömmlinge der Engel und Menschen, wurden in biblischen Zeiten vernichtet. Es gibt eine Prophezeiung. Durch den goldenen Löwen werden die Nephilim die Söhne der Menschheit versklaven und die Welt unterwerfen. Der Schläfer oder Cubiculum Nephili, wörtlich Schlafkammer oder Kammer, vermutlich letzter Überlebender Nephilim, wahrscheinlich in Anatolien, Türkei, vergraben. Die Sangklüfe, ein alchemistisches Artefakt, geht auf den dunklen Alchemisten zurück, beängstigend. Die beiden fehlenden Symbole sind in der Nähe der zweiten Absperrung. Super, also wir haben hier sehr viele Informationen. Einige sind für uns noch ein bisschen komplex, andere werden uns im späteren Verlauf helfen, weil wir das schon mal gesehen haben dann. Ja, das Tagebuch. Es wird uns echt noch helfen, also ich kann nur positiv darüber reden. So, wir müssen jetzt erstmal Treppe. Da liegt was. Geld. Wir sind reicher geworden. Mensch, Lauer, mit 480 Euro kannst du dir ein Hotelzimmer nehmen das nächste Mal. Ja, und wie komme ich jetzt hier wieder raus? Also mit 480 Euro können wir uns auf jeden Fall schon einiges leisten. So, wir gehen jetzt raus. Und wir treffen natürlich gleich davor noch jemand. Sie steht natürlich die ganze Zeit hier und raucht und wartet nur darauf, dass wir kommen. Nicht viel los um diese Zeit, was? Es ist noch zu früh. Verzieh dich, ma chère. Du schreckst meine Kunden ab. Dann war es natürlich ganz schön lange. Keine Sorge. Wir spielen nicht in derselben Liga. Mit der Einstellung kommst du hier nicht weit, Herzchen. Das hatte ich auch nicht vor. Ich will nur jemanden finden. Einen gewissen Bouchard. Hier findest du ihn sicher nicht, ma chère. Er hatte hier mal einen Club. Le Serpent Rouge. Aber er musste umziehen. Hatte ziemlichen Ärger am Arsch. Er ist vor einiger Zeit untergetaucht. Und niemand weiß, wo er ist, richtig?